die starke Stimme für unsere Gemeinden. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kamen zum Neujahrsempfang ins Auditorium auf Schloss Grafeneck und stimmten sich gemeinsam auf ein starkes neues Jahr ein. Gemeindebundpräsident Alfred Riedl lud die Gemeindemandatare der Niederösterreichischen Volkspartei in das Auditorium im Schloss Grafeneck. Über 1300 Gäste folgten seinem Aufruf. Ehrengäste waren Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Fast die gesamte Landesregierung war anwesend. Wir können auf tolle Arbeit zurückschauen, haben im Fokus also ein neues Jahr. Es gibt immer wieder große Herausforderungen, ob das Wahlen sind, ob das Diskussionen sind, wie also die neue Diskussion über die neue Organisation der Pflege. Es ist uns ein dringendes Bedürfnis. Wir sind ganz nah dran. Wir sind auch die Umsetzer. Das heißt also, es ist schön zu wissen, dass es, weil wir ja nicht Regelsetzer sind, im Bund und im Land angekommen ist, dass wir gemeinsam die Grundlagen erforschen müssen, damit es dort sozusagen wiederum leicht möglich wird, die Aufgaben zu erfüllen. Die Gemeindevertreter, sie sind heute einmal, also die, würde ich sagen, jetzt besten Manager. Wir können mit dem Steuergeld umgehen, wie wir in den Zahlen merken. Wir sind serviceorientierte Dienstleister geworden in den Gemeinden, schon lange keine Verwaltungsgemeinden mehr. Also ja, ich glaube, es ist tagtäglich dringend notwendig, auf allen Ebenen miteinander zu reden, damit es auch weiterhin so gut vorwärts geht. In den Festreden ging es um die Leistungen, welche die niederösterreichischen Gemeinden erbracht haben und um Vorhaben für den ländlichen Raum. Ich glaube, dass es in der Vergangenheit auch aufgrund der sozialdemokratischen Führung der Nähe der Sozialdemokratie zu Wien einen zu großen Fokus ausschließlich auf die Großstädte gegeben hat. Wir brauchen genauso einen Fokus auf den ländlichen Raum. Es muss im ländlichen Raum die gleiche ordentliche medizinische Versorgung geben, ein ordentlicher Internetanschluss, all diese Dinge braucht es im ländlichen Raum, damit der Trend der Urbanisierung nicht immer stärker wird. Kann man sagen, Kommunalpolitik versus Spitzenpolitik, und sind Sie als Landespolitikerin das Sprachrohr in der Mitte? Kommunalpolitik ist wohl einer der schönsten Bereiche in der Politik, weil man ganz nahe an den Menschen ist, weil man dort sofort spürt, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Und deswegen sind für uns Spitzenpolitiker im Land, unsere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, einfach wichtige Seismografen. Das, was man als Kommunalpolitiker gewesen ist, wenn man das mitnimmt, dann ist es auch, egal in welcher politischen Funktion man tätig ist, ein ungeheuer gutes Rüstzeug, offen auf Leute zuzugehen, zuzuhören, Menschen ernst zu nehmen und immer wieder sich zu erden. Ich bin zunächst einmal den Bürgermeistern und allen Gemeindevertretern sehr dankbar für das, was sie leisten, insbesondere um den ländlichen Raum lebenswert zu erhalten, auch um ein ordentliches Angebot im ländlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Und ich bin auch froh, dass ich immer wieder natürlich mit den Bürgermeistern in Austausch treten kann, weil sie haben das Ohr direkt an der Bevölkerung. Und das ist für mich ein wichtiger Indikator auch und eine wichtige Unterstützung in der Planung, auf welche Themen wir setzen, wo wir Schwerpunkte legen wollen. Die Menschen würden sich nach Geborgenheit und Heimat sehnen. Die Gemeinden seien die Problemlöser. Statt Anonymität gibt es gelebte Nachbarschaft. Jeder, der die Leute mag, jeder, der sozusagen diese emotionale Offenheit hat, der kann auch Verantwortung übernehmen. Ob es im Verein ist, und da gibt es so unzählige gute, tolle Beispiele, wie halt die Bürgergesellschaft, wie die Freiwilligenorganisation funktioniert. Und ob das Verein oder Gemeinde ist, ist immer dasselbe. Ja, wir gehen aufeinander zu und wir müssen die Leute einfach mögen. Weil es unmittelbar ist, weil man unmittelbar Kritik erntet, wenn man etwas falsch macht, aber auch unmittelbar positive Rückmeldungen bekommt, wenn man die Dinge in die richtige Richtung bewegt.